Herzlich willkommen YouTube. So, heute spielen wir den neuen Modus Chaos vom dritten DLC von Modern Warfare 3. Ja, ich würde euch heute noch ein paar Tipps geben, wie ihr hier gut punkten könnt. Ihr seht ihr direkt, ihr habt eine Zeit. Hier unten kommt direkt der grüne Balken. Der senkt sich eben mit der Zeit. Und wenn eigentlich die Zeit abgelaufen ist, weiß man natürlich, okay, ja, das Spiel ist vorbei. Aber nein, solange ihr diese Liste hier unten, die grüne, aufrechterhalten könnt, tja, so lange spielt das Spiel weiter. Das heißt, mit jedem Punkt, den ihr macht, durch das Dogtag einsammeln, durch das Töten von Gegnern, durch das Aufheben von neuen Waffen etc., füllt sich die Liste wieder auf. Und nachdem ihr dann die Zeit eigentlich auf null gesenkt ist, aber der Balken weiterhin voll bleibt, geht das Spiel nicht zu Ende. Und es ist wirklich wichtig, dass dieser Balken oben gehalten wird. Nun, das liegt daran, dass ihr dann eben Zusatzpunkte bekommt, das wird dann angerechnet etc. Ruhe da hinten. Jetzt haben wir hier eine neue Fixierung freigeschaltet, beziehungsweise ein neues Gadget, das nur in diesem Modus vorhanden ist. Das heißt Einfrozen, das wird dann runtergeschmissen. Damit könnt ihr kurze Zeit diesen Balken hier unten auffrischen, beziehungsweise dann so aufrecht erhalten, dass er nicht runtergeht. Das ist besonders dann praktisch, wenn die Zeit abgelaufen ist und ihr gerade keinen Gegner vor der Flinte habt. In der Zeit, ja, wird eben eng und dafür ist dann der gedacht. Vorher am besten wirklich nicht verwenden. Jetzt kommt dann natürlich noch der Zeitbonus hier unten. Ah. 60 Sekunden dazu, genau. So. Nehmen wir hier die MP5 auf. Nur noch Granaten hinterher schmeißen, das habt ihr auch im Modus. Ja, Juggernaut nahen eben auch noch im Modus, die konnten eben auch noch mit der Zeit. Dann müsst ihr eben das Übliche machen, draufhauen, draufhauen, draufhauen. So. Oh. Ja, die ist gleich gerade um. Ah, so, hab ich noch geschafft. So. Akimbo Noob. So, ja, wunderbar. Das funktioniert ja. Immer gucken, dass ihr neue Waffen Punkte macht, damit die Zeit da wirklich nicht heruntergeht. Jetzt müssen wir einen Kill noch machen, damit wir wieder aufstehen. So. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Zeit aufrechterhalten. Ah, komm! Auf den Juggernaut schießen bringt jetzt echt nichts. Na, verdammt, ja, eben. So, jetzt haben wir 3 Minuten 28 überlebt, 1 Million Punkte hier gemacht. So, nochmal direkt von vorne. Das geht immer ein Stück weit besser, ihr kennt das ja. Ja, so. Feindeinheiten. Eben, ich würde mal am besten empfehlen, sucht euch die Waffen auf der Karte, mit der ihr wirklich umgehen könnt. Sind ja einige vorhanden, das MK, PP90. Oh, MP7. Ja, wenn ihr mit denen spielt, denen ihr auch umgehen könnt, könnt ihr auch wunderbar aufräumen. Der liegen bleiben. Wunderbar, direkt. Ich hoffe, da kommt auch ein Black Ops 2 vor. Da kommen ja einige Sachen vor. Eben den Zombie-Modus und alles, kennt ihr ja. Sollte auch vorkommen. Aber wir werden es ja sehen. Vielleicht auch durch den DLC. Aber jetzt haben wir erstmal diesen DLC. In diesem DLC ist momentan nur möglich, die ersten 5 Karten wie Doom, Resistance, Village in diesen Chaos-Modus zu spielen. Es ist noch nicht bekannt, ob man im Part, also im vierten DLC, neue Karten bekommt.
Ich denke aber weniger, weil auf der Xbox hatte ich das nicht gehabt. Ich habe Elite auf der Xbox. Daher bin ich mir, glaube ich, weniger. Das, also es ist am Anfang nur diese 5 hier. Ach, die Zeit. Ach, hier ist es ja. Kommt direkt noch was? Sehr schön, nice. So, da haben wir es ja richtig schön hier mal gemacht. So. Zack, weg. Ja, sollen sie da vorrücken. So. Der Striker lässt sich besser striken. Zack. So, friss Blei. Eben seht ihr, mit der Striker komme ich am besten voran. Verdammt. Und daher wichtig eben, das immer aufrecht zu halten. In your face. So. Noch 30 Sekunden. Ah, es hat für kurz gelackt, Entschuldigung. Machen Sie ihn fertig. So, muss den Abschluss machen. Noch 10 Sekunden. Will der Juggernaut nicht endlich sterben? Du gehst eigentlich mal drauf hier. Danke. So. Eben. Jetzt habe ich schnell ziehen, jetzt wo es... So, es ist wieder vorbei, verdammt. Weiß ja nicht. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen länger überlebt. Zwar nicht gerade so viele Punkte, aber es ist immer wichtig, dass man eben ringsherum läuft. Juggernaut am besten ignorieren, so nur zum Punktefarmen, wenn man den direkt töten will. Das ist ziemlich doof dann, weil er hält sehr viel aus, habt ihr ja gesehen. Ihr müsst ja recht konzentriert auf den dann gehen und immer so quasi kiten, immer stückweise und so und dann eben einzeln auf ihn schießen und nicht eben Dauerfeuer. Besser eher auf seine Teamkollegen, weil Masse macht mehr Schaden als jetzt ein einzelner Juggernaut eben.